Das Weglaufen hat ein Ende. Mesut Özil hat sich erstmals öffentlich zur Erdogan-Affäre geäußert. Die war am 14. Mai ins Rollen gekommen, als Bilder von einem Treffen des türkischen Staatspräsidenten mit Özil und İlkay Gündoğan aufgetaucht sind. Vielleicht wissen die zwei das nicht, aber sie haben bereits einen Präsidenten, nämlich einen Bundespräsidenten, und der heißt Frank-Walter Steinmeier. Trotzdem schaffen es beide in den vorläufigen WM-Kader. Der DFB versucht, die aufgeheizte Stimmung zu beschwichtigen und für Verständnis zu sorgen. Man muss natürlich auch verstehen, wie Türken dann auch ticken in solchen Bereichen. Ich glaube, dass beiden bewusst ist, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und ich werbe darum, mit den beiden auch aber jetzt maßvoll umzugehen. Nur wenige Tage später treffen die beiden Fußballer Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auch er zeigt Verständnis und bekräftigt noch einmal seine Worte, dass es Heimat auch im Plural gibt und ein Mensch mehr als eine Heimat haben kann. An dieses Treffen knüpft Gündoğan bei den Medientagen der Nationalmannschaft im Juni an, während Özil weiter schweigt. Wir haben durch unsere türkischen Wurzeln noch einen sehr starken Bezug zur Türkei. Das heißt aber nicht, dass wir jemals behauptet hätten, Herr Steinmeier sei nicht unser Bundespräsident oder Frau Merkel nicht unsere Bundeskanzlerin. Es war nie das Thema, ein politisches Statement zu setzen. Auch im Kreise der Mannschaft wird das Thema besprochen und abgehakt. Die Kanzlerin war ja vor kurzem bei uns. Es gab da auch noch ein Gespräch, einen Spaziergang mit İlkay Gündoğan. Also es ist dahingehend alles ausgeräumt. Für die Fans hingegen nicht. Im letzten Testspiel vor der WM wird İlkay Gündoğan bei seiner Einwechslung ausgepfiffen, zum Ärger von Trainer Jogi Löw. Wenn ein Spieler das dann auch sagt und es mehrfach sagt, dann ist es auch mal irgendwann, ist dann einfach auch mal gut. Gut war aber auch danach nichts. Während der WM halten die Diskussionen an, die Affäre immer wieder Thema. Nach dem Ausscheiden ist sie dann einer der Gründe fürs frühe Scheitern. Und Bierhoff äußert, dass man hätte überlegen müssen, ob man nicht sportlich auf Özil verzichtet. Kaum ausgesprochen ruderte der Sportdirektor aber zurück, seine Aussage sei missinterpretiert worden. Das sieht der Vater von Mesut Özil aber anders. Sie dient meiner Meinung nach nur dazu, die eigene Haut zu retten, sagt er. Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich sagen, Dankeschön, aber das war's. Dafür ist die Kränkung dann doch zu groß, aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Die teilt jetzt auch Sohn Mesut und hat die Erdogan-Affäre mit seinem Rücktritt bei der Nationalmannschaft vorerst beendet, dafür aber erneut eine Integrationsdebatte entfacht.